Wir befinden uns hier im Extrusionstechnikum. Hier werden überwiegend pflanzliche Rohstoffe mit dem Extruder verarbeitet. Wir sprechen dann von einer sogenannten Texturierung. Und damit kann man Produktkategorien wie etwa Fleisch- oder Fischalternativen, aber auch zum Beispiel Snackprodukte erzeugen. Mit den Extrudern können wir beide Texturierungsverfahren anwenden. Einmal die Trockenextrusion und darüber hinaus die Nassextrusion. Mit der Trockenextrusion werden beispielsweise Snackprodukte, Cerealien oder Fleischalternativen wie etwa Burger Patties hergestellt. Mit dem Nassextrusionsverfahren stellen wir überwiegend Fleisch- oder Fischalternativen her. Im Technikum haben wir die Möglichkeit, drei verschiedene Maßstäbe abzubilden. Wir haben zum Beispiel eine Laboranlage, mit der wir ungefähr 1 Kilogramm pro Stunde Produkt herstellen können. Darüber hinaus gibt es eine Pilotanlage, mit der wir zwischen 10 und 20 Kilogramm pro Stunde herstellen. Und des Weiteren noch eine Industrieanlage, mit der wir zwischen 100 und 500 Kilogramm die Stunde Produkt herstellen können. Bei der Extrusion haben wir sehr viele verschiedene Stellschrauben, sodass wir das Verfahren in Bezug auf verschiedene Parameter anpassen können, um so die Produktqualität bedeutend zu beeinflussen. Bei Fleischalternativen etwa erwartet man vom Produkt eine gewisse Faserigkeit, muskelfleischartige Struktur, einen tollen Geschmack und dazu auch noch eine passende Farbe. Und all diese Parameter können wir hier mit der Extrusion optimal anpassen.